zwei, drei Sachen noch, dass Sie die einmal gesehen haben. Für die Bildfälscher ist dieses Klonwerkzeug ganz spannend. Wenn Sie hier zum Beispiel feststellen, dass es nicht fünf von diesen Fenstern oder was das sein mag, dass es nicht fünf von diesen Fenstern sein sollen, sondern sechs von diesen Fenstern, können Sie mit dem Stempelwerkzeug noch eins daneben setzen. Man kopiert aus dem Bild an eine andere Stelle. Hier sehen Sie das die Werkzeuggröße, die muss vielleicht ein bisschen größer sein, wenn ich das machen will, so. Jetzt sage ich, von wo nach wo kopiert werden soll. Übrigens gibt es hier unten dann auch eine kleine Erklärung, also das Stempelwerkzeug, Klonen, heißt es in GIMP, das Klonwerkzeug, mit Steuerung eine neue Quelle setzen. Ich möchte das als Quelle haben, Steuerung, einmal klicken und jetzt male ich mit den Pixeln, die da sind, an die richtige Stelle. Gucken Sie genau hin. Ich male mit den Pixeln aus dem Bild. Das ist so das Übliche, wenn die, wie soll ich das sagen, wenn das Pressefoto nicht ganz so spektakulär ist, ein bisschen unsauber, muss ein bisschen üben, dann kriegt man es damit etwas aufgeboostet. Gab irgendwie einen Fall, wo jemand eine Rauchwolke ein bisschen vergrößert hat, auf diese Weise und dann sein Job los war. Muss nicht sein. Dasselbe gibt es noch mit Perspektive. Wenn Sie von einer ebenen Fläche auf eine schräge Fläche stempeln wollen, hilft das auch. Das ist der hier. Heilen nennt sich das. Das nimmt einen Bildbereich und korrigiert einen anderen damit. Da muss die Farbe nicht unbedingt stimmen. Können Sie alles zu Fuß angucken. Schmieren ist noch spannend, um irgendwelche Fehler zu beseitigen. Hier zum Beispiel, da dieser Fleck sieht nicht schön aus. Ich hoffe, der ist im Beamer sichtbar. Nicht richtig prickelt. Wenn ich diesen Fleck da habe, kann ich den zuschmieren. Sieht man vielleicht nicht deutlich. Ich schmiere mal mit etwas, wo man es besser sieht. Da sehen Sie, wie man schmiert. Da hilft manchmal, um kleine Fehler wegzukriegen. Ich kann das natürlich auch ein bisschen heftiger machen, hier mit der Rate auf 100%. So viel müssen wir vielleicht nicht schmieren. Das funktioniert auch alles gut mit dem Tablett. Jetzt hole ich nicht nur das Tablett wieder raus, druckempfindlich und so weiter. Das ist schon ganz lustig. Perspektivkorrektur. Das haben Sie häufiger, wenn Sie irgendeinen Aufbau fotografieren. Das stimmt nie hundertprozentig. Man kann sich sonst wie anstrengen, man kriegt es nicht hundertprozentig gerade aufs Bild. Wenn zum Beispiel das hier meine Platine gewesen wäre, ich schneide das mal aus, Bild, ne? Auf Auswahl zuschneiden. Wenn das meine Platine gewesen wäre, die ich ins Bild bringen will, na, ein bisschen groß, gehen wir zurück. Sie kriegen das nicht hundertprozentig gerade fotografiert, keine Chance. Dann gibt es Drehfunktionen, finden Sie hier Drehfunktion, Skalieren und so weiter. Das Lustigste ist hier die Perspektive. Denn ärgerlicherweise kommt man mit Drehen meist nicht 100% zum Ziel. Diese linke Kante ist nicht parallel zu der rechten Kante und die untere Kante ist nicht parallel zu der oberen Kante, weil man nicht mittig vor dem Bild gestanden hat beim Fotografieren. Perspektive hilft Ihnen, dieses Werkzeug hier. Und dann können Sie jetzt anfangen zu ziehen. Was ich immer mache, ist folgendes. Man braucht hier irgendwie eine Hilfe beim Ausrichten. Ich nehme einfach diesen Kasten hier mit den Informationen. Nebenbei lernen Sie, wofür man Matrizen verwenden kann. Ich nehme mal diesen Kasten mit den Informationen und benutze den Kasten, um zu wissen, wie ich ziehen muss als Hilfslinie. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schräg, nicht ganz so gedacht. Es gibt auch offizielle Hilfslinien. Ich bin nur zu faul, die offiziellen Hilfslinien da immer rauszukramen. Hilfslinien hatten wir ja schon in Inkscape gesehen. Analog funktioniert das. So, wo ist mein Dialog hin? Vorne, na, stimmt er so halbwegs? So könnte man das tun. Perspektivkorrektur. Na, leider beeinflusst jede Ecke die andere. Das ist so ein bisschen zäh. Deshalb höre ich jetzt mal auf. Sie sehen, dass man sich allmählich dem Ziel nähern kann. Transformation. Zack, jetzt nehme ich die Auswahl wieder weg. So, und jetzt kann ich das hoffentlich sauber beschneiden. Und da steht es auch sauber im Rahmen drin. Hier, die Ecken müsste man noch loswerden.
Aber ich denke, Sie kriegen die Idee mit, wie man das hinkriegen kann. Also mit, wenn Sie Platinen fotografieren oder irgendwas Rechteckiges, keine schlechte Idee, dann die Perspektive rauszunehmen, dass das sauber im Bild ist. Andere Aktion, die man mit seinen Fotos machen wird, was einfach ein Schnelldurchgang, was ich sowieso noch erzählen wollte, aber ein Schnelldurchgang. Sie sehen, die Farben sind nicht gerade so knackig, wie sie sein könnten. Das ist hier unter Farben. Kurven, heißt anderswo Gradationskurven. Man wendet auf die Farben im Bild eine Funktion an. Diese Funktion hier, x gleich y, diese Funktion macht erstmal gar nichts. Sie können aber auch sagen, die hellen Farben, bitte etwas heller, hier sind die hellen Farben, damit gehe ich rein, die hellen Farben etwas heller, Sie sehen, wie das Weiß blendend weiß wird, und die dunklen Farben etwas dunkler, das sind die hier unten, die dunklen, etwas dunkler, und das sieht doch schon viel schicker aus. Gucken Sie sich das mal an, auch für Fotos ist das sehr hilfreich, um die Farben im Foto ein bisschen knackiger zu kriegen. Gradationskurven oder Kurven. Bevor man das ausgibt, wird man sich sinnvollerweise noch Gedanken darüber machen, wie groß denn das ganze Opus werden muss. Das ist hier Bildskalieren. Mit Bildskalieren können Sie sagen, wie viel Pixel das Bild im Endeffekt groß werden soll. 800 so und so viel mal 1000 Pixel ist halbwegs sinnvoll. Vielleicht brauche ich das irgendwo nur als Icon fürs Web, dann würde ich hier vielleicht Pixel gehen und sagen, es muss nur von mir aus 64 Pixel breit sein. Irgendein Foto für irgendein Social Network, 64 mal so und so viel Pixel. Hier wieder mit der Kette, um dafür zu sorgen, dass die beiden parallel bleiben, dass das Bild proportional skaliert wird. Hiermit sagen Sie jetzt, skaliere mir das Bild auf 64 mal 76 Pixel, das mal 100%, so sieht es dann aus. Skalieren Sie es nicht rauf, das ergibt nicht viel Sinn, das ist wieder 100%. Skalieren Sie das Bild nicht rauf, das ist typischerweise nicht nötig. Insbesondere Screenshots bitte nicht skalieren. Beim Skalieren wird das Bild unscharf. Ein Screenshot soll typischerweise richtig knackig sein. Screenshots nicht skalieren. Die ziehen Sie einfach im Textverarbeitungsprogramm auf die richtige Breite und machen dann hier keine Spirenzchen. Das ist eher für Fotos. Wenn ich 4000 mal 3000 Pixel von der Kamera kriege, ist das typischerweise viel zu viel für ein normales Dokument. Hier können Sie einstellen, auf wie viel das runter skaliert werden soll. Das ist sinnvoll für Fotos. Dann gibt es hier neben dem Bildskalieren noch die Druckgröße. Wenn Sie das Bild direkt aus GIMP drucken wollen, stellen Sie hier ein, wie groß es denn im Druck sein soll. Hier tauchen keine Pixel mehr auf. Hier sagen Sie, füll mal die DIN A4-Seite oder was mit 100 Pixeln, richtigen Klötzen, oder mit 2000 Pixeln, super fein. Das ist also die Größe im Ausdruck. Die wird in den üblichen Bildformaten auch mitgespeichert, nebenbei, außer BMP. PNG speichert das mit, JPEG speichert die Bildgröße mit. Und dann gibt es noch die Leinwandgröße. Wenn Sie feststellen, dass Sie mehr Platz haben müssen, da muss noch was drauf aufs Bild. Ein anderes Bild muss da noch rein. Natürlich kann man ausschneiden, einfügen, wie sonst auch im Textdokument. Hier noch was anderes daneben kleben. Jetzt ist da blöderweise kein Platz. Das ist dieses hier Leinwandgröße einstellen, dass Sie sagen, vielleicht mit Prozent an der Stelle, mach das doch mal 200% so breit. Und hier ist es wieder verkettet. Und was schalte ich aus? Oder 150% so groß, so sieht es dann aus. Das Dokument wird dann doppelt so breit, Hälfte in der Höhe nochmal rauf. Sie können Ihr Originalbild hinstellen, wo Sie wollen, Größe ändern. Und wenn ich jetzt mal das ganze Bild anzeige, sehe ich, ich habe Luft gewonnen und kann dann weiterzeichnen oder andere Objekte daneben setzen. Das ist die, wo war das Bild, Leinwandgröße. Also die Sachen auseinanderhalten, Bild skalieren ist die Zahl der Pixel, Druckgröße ist, wie groß es auf dem Blatt Papier wird. Uninteressant, wenn Sie es nicht direkt hier ausdrucken. Und Leinwandgröße ist, wie viel Platz Sie neben Ihrem Bild haben noch, um weitere Sachen daneben zu setzen. Letzte Geschichte, Ebenen. Ebenen hatte ich in Inkscape gezeigt. Wo haben wir jetzt Ebenen? Ach, hier bei Fenstern, Entschuldigung. Bei den Fenstern, Sie gucken einmal bei den Fenstern und da die andockbaren Dialoge. Sie sehen, dieses Programm hat einige Tiefen, in die ich kaum vorgedrungen bin. Ebenen. Ähnlicher Gedanke wie bei Inkscape, man kann mehrere Sachen übereinander legen.
Das hier die Hintergrundebene. Sie können Sachen ausschneiden. Jetzt nehme ich mal diesen Pfeil zum Beispiel. Nehmen wir mal diesen Pfeil und sage bearbeiten, oder nicht ausschneiden, bearbeiten, kopieren. Diesen Pfeil kopieren und dann wieder einfügen. Dann sehen Sie, wie der hier bei den Ebenen schon schwebt, eine schwebende Auswahl. Daraus können Sie eine eigene Ebene machen. Das funktioniert bei den Bitmap-Programmen etwas anders, als was Sie in Inkscape gesehen haben. Mit dem Klick hier erzeuge ich aus dieser Auswahl eine eigene Ebene. Und das Lustige ist, dass das jetzt für sich getrennt lebt. Ich kann mir diese Kopie von dem Pfeil nehmen mit dem Werkzeug und den durch die Gegend schieben. Oder ich nehme diese Ebene, kopiere sie, dann habe ich eine zweite Kopie von dem Pfeil. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Bildschirmfenster, ein Screenshot mit zwei Bildschirmfenstern. Jetzt können Sie dann diese Bildschirmfenster jeweils auf eine Ebene legen und bauen sich die Lage der Bildschirmfenster so zusammen, wie es gefällt. Und wenn Sie basteln wollen zu Hause, jede Ebene kann man nochmal einstellen. Man kann einstellen, wie stark sie transparent ist. Oh, falsch erwischt. Welchen will ich eigentlich? Den hier. So, ich kann einstellen, wie stark diese Ebene transparent ist. Ich mache das mal größer, das ist nicht zu erkennen. Da. Und Sie können einstellen, wie die mit dem Untergrund gemischt wird. Dasselbe wie beim Malen. Das muss ich mal hochziehen. Dasselbe wie beim Malen. Sie können sagen, zum Beispiel nur aufhellen. Ich mache mal wieder die volle Deckkraft. Das sieht jetzt ganz lustig aus. Was hier passiert ist, das ist die Ebene mit dem schwarzen Pfeil, aber sie wird auf den Hintergrund, die Ebene darunter, angewendet, nur da angewendet, wo sie den Hintergrund aufhält. Nur der weiße Teil wird angewendet, denn der schwarze Pfeil würde ja nichts aufhellen. Von der Sorte gibt es hier noch 1000 andere, führe ich jetzt nicht alle vor. Da kann man sich tagelang mit beschäftigen für irgendwelche Effekte. Das letzte zu den Ebenen, Sie können auch sauber ausschneiden. Sie können einfach eine Auswahl machen, das führe ich vielleicht gerade nochmal vor. Sie können eine Auswahl machen, nehmen wir mal den Pfeil da unten, den anderen, wenn ich da dran komme. Und dann diese Auswahl zu einer Ebene ernennen, zum Beispiel hier mit dem Lasso sagen, okay, jetzt gib mir mal doch hier den, oh, falscher Modus, die boolschen Operationen, die können da noch nerven. Gehen wir zurück. So, mit dem Lasso einmal um den Pfeil könnte man sauberer machen. Ich will jetzt nicht die Zeit investieren. Dann können Sie sagen, oh, diesen Pfeil bitte kopieren, einfügen und zu einer eigenen Ebene machen. Und dann steht der Pfeil natürlich so, wie ich es eben ausgeschnitten habe. Hier das Werkzeug zum Bewegen. Dann steht der Pfeil natürlich so, wie ich ihn da ausgeschnitten habe. Das ist doch eher usselig, wie ich ihn da ausgeschnitten habe. Netterweise kann man das radieren. Da hat plötzlich das Radierwerkzeug eine sinnvolle Funktion. Normalerweise ist das Radierwerkzeug wie ein Pinsel mit der Hintergrundfarbe. In dieser Situation ist das Radierwerkzeug wirklich ein Radierwerkzeug. Sie schneiden was weg, sie malen. Übermalen Pixel nicht mit einer Farbe, sondern Sie schneiden die Pixel wirklich weg. Ich benutze hier die Umschalttaste, um sauber zu schneiden. So. Das ist auch die elegantere Art, irgendwelche Objekte, wie es so heißt, so schön freizustellen. Die Umrisse von den Objekten rauszuarbeiten. Jetzt habe ich tatsächlich ein Objekt, fast wieder wie im Vektorgrafikprogramm, und den kann ich jetzt hinstellen, wo ich will. Ohne dass er mir jetzt noch den weißen Umriss da nebensetzt. Also die Ebenen angucken, wenn es um komplizierte Konstruktionen geht. Und spätestens an der Stelle sollten Sie speichern als XCF-Datei. .xcf-Datei. Dann sind alle Informationen, die im Bild waren, 1:1 auch in der Datei drin. Sie sehen, dass der hier dann auch dieses GIMP-Logo kriegt. Diese XCF-Datei ist aber nichts, womit andere Programme umgehen können. Wenn Sie dieses Bild dann in der Textverarbeitung brauchen, exportieren Sie das, je nachdem was für ein Bild es ist, als PNG oder als JPEG. Hier dann mit Kopie speichern. In diesem echten Format von GIMP speichern, und wenn Sie fertig sind, machen Sie Kopie speichern.
aber behalten immer noch die XCF-Datei, wenn sie sich überlegen, dass dieser File vielleicht doch dahin soll. In dem JPEG oder im PNG können Sie die nicht mehr so einfach verschieben. Mit der XCF-Datei haben Sie immer noch diese Struktur. Das für heute.